Hallo Freunde, vielleicht habt ihr ja schon vorhin mitbekommen, dass wir gerade das neue Kurzformat von YouTube austesten. Dieses soll TikTok Konkurrenz machen. Heute möchten wir euch kurz über eine atemberaubende neue Entwicklung aus Frankreich berichten. Denn die Franzosen haben es tatsächlich geschafft, den Prototypen von einem Boot zu entwickeln, welches mit 100 km/h nahezu über das Wasser fliegen kann und dabei nur circa ein Drittel eines herkömmlichen Speedbootes verbraucht. Das Boot soll den Namen Lilly tragen und es bekommt auch eine äußerst luxuriöse Einrichtung. Aber nun könnt ihr euch festhalten, denn wer sich das Boot kaufen will, der muss sage und schreibe 1,2 Millionen Euro hinblättern. Wir hoffen, dass die Käufer dann wenigstens eine Menge Spaß mit diesem Boot haben.